Bye bye Orangenhaut. Heute geht es um das Thema Zellulite. Viele Frauen schreiben mich an und fragen mich: Christian, hast du nicht gute Tipps gegen Zellulite? Hilft die vegane Ernährung oder kann ich da nur cremen und andere Dinge machen? Ist es vererbt? Ist es eigentlich eine Krankheit? Und vieles, vieles mehr. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe eine aus meiner Sicht Expertin zu dem Thema eingeladen, die wir auch schon öfter im Podcast haben. Es ist nämlich die liebe Victoria Rust vom Blog Raw Exotic und sie hat schon ganz, ganz viel zum Thema Antizellulite gesprochen und geschrieben natürlich. Und du erfährst heute ihre besten Tipps, wie sie ihrer Zellulite an den Kragen geht sozusagen. Denn sie hat eine ganz, ganz besondere Einstellung zur Zellulite. Die erfährst du nämlich jetzt. Also freu dich auf eine spannungsgeladene Episode und hoffentlich bald keine Zellulite mehr. Hallihallo, liebe Victoria, wie gut geht's dir? Hallo Christian, ja, mir geht's super. Ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein und mit dir zu sprechen über das wichtige Thema für die Frauen. Für manche Männer auch schon mal. Ja, okay, also bei Männern höre ich das jetzt das erste Mal, dass die auch Zellulite haben können. Vielleicht für diejenigen, die sich tatsächlich noch nicht mit der Orangenhaut beschäftigt haben, was genau ist Zellulite und kannst auch gleich die Frage beantworten, hat es nur mit den Genen zu tun oder sind da noch andere Faktoren im Spiel? Also das mit den Genen, das weiß ich ja, das für mich klingt das nicht überzeugend. Was mit den Genen sozusagen zu tun hat, ist vielleicht die Ernährungsweise, die von Generation zu Generation weitergegeben wird und dann nicht überdacht wird. Das könnte ich so meinen, was die Gene betrifft. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Verdikt ist, wo man jetzt hat und kann man nichts machen. Zellulite ist eigentlich Ansammlung von Stoffwechselschlacken im Bindegewebe und einfach, wenn man nicht um das Bindegewebe kümmert und zu viele verarbeitete und ungesunde Nahrung isst, nicht Sport macht, und die kann man reduzieren und dagegen kann man was tun. Das ist meine Meinung. Und Zellulite ist eigentlich, alle hassen sie, sie ist nicht schön. Einige Frauen, so Promi-Frauen, sagen, nee, das ist okay, wir sind alle schön, so wie sie sind. Leider habe ich auch schon einen Post darüber geschrieben bei Facebook und ich habe ganz viele feindliche Kommentare bekommen, weil ich habe gemeint, es ist nicht schön, wir müssen nicht so sein, man kann dagegen was tun. Ist zwar nicht jetzt, da sind wir alle hässlich mit Zellulite, aber Zellulite ist halt ein Zeichen vom Körper, dass zu viele Schlacken im Bindegewebe sind und es ist ein Signal, irgendwas dagegen zu tun, weil es kann auch gefährlich sein, weil die Schlacken, wenn die im Bindegewebe schon abgelagert werden, das heißt, die Leber schafft sie nicht raus zu transportieren aus dem Körper. Und das ist ein Zeichen eigentlich, Zellulite ist unser Freund, weil so muss sie gesehen werden. Sie gibt uns halt Signal, dass zu viele schon Körper zu verschlackt ist und man muss dagegen einfach was tun. Sonst mega gut, mega gut. Das ist ja schon mal ein super gutes Stichwort. Wir haben jetzt erstmal schon herausgefunden, dass für dich die Zellulite kein Feind ist, sondern ein Freund, weil es ein Indiz dafür ist, dass mit dem Körper was nicht stimmt, dass die Leber vielleicht überfordert ist, dass sie einlagern muss. Und da, bevor wir jetzt gleich zu den Themen können, wie wir Zellulite an den Kragen gehen können, das interessiert jetzt die meisten, hattest du selber schon Zellulite? Genau, ich war immer sportlich und ich hatte meine Zeit an der Uni, wo ich sehr viele Prüfungen hatte und ich habe sehr viel geraucht, sehr viel Alkohol getrunken. Ich habe mich nur, weil ich so beschäftigt war mit Lernen, habe ich mich nur von Pommes mit Mayo ernährt und Kaffee mit Zucker. Und da so über ein paar Monate ging das, vielleicht 3, 4, 5 Monate. Und dann irgendwann habe ich mich angeschaut von hinten im Spiegel, zufällig oder nicht zufällig. Und dann habe ich gesehen, dass da unschöne Dellen sind. Und ich bin sehr perfektionistisch, was meinen Körper betrifft. Und dann
ja, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich aber was tun, das geht so nicht weiter. Ja, krass. Also das heißt, es kam dann auch über die ungesunde Ernährung aus deiner Sicht. Also klar, du hast auch noch geraucht noch dazu, vielleicht ab und zu mal in der Studentenzeit auch was getrunken, Alkohol natürlich. Pommes mit Mayo, sagst du, Kaffee und Zucker, also alles solche Säurebildner, also saure Lebensmittel, genau, die im Körper sauer wirken. Ist das denn jetzt schon eine Sache oder eine Lösung, die Ernährung mehr basisch zu gestalten dann? Absolut, ja. Diese Verschlackung und Übersäuerung des Körpers, das ist ja, was zu Zellulite führt. Und wenn man die Ernährung umdenkt und wechselt zu basischen Lebensmitteln, zu veganen Ernährung, zu mehr Pflanzen, zu mehr Wasser mit Zitrone und streicht die Kaffee, Alkohol, künstliche Limonaden, tierisches Eiweiß, Weißmehlprodukte, Zucker und das alles durch basischere Sachen ersetzt, das ist schon ein großer Schritt nach vorne, dann fängt der Körper an halt zu entgiften und da passiert was im Bindegewebe, weil der Körper hat endlich mal Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist nicht, also allein dadurch wird vielleicht ein bisschen was besser, wenn man abnimmt, vielleicht auch als Nebenwirkung von dieser Ernährung. Aber man muss auch ein paar andere Sachen machen, wenn man wirklich an den Kragen, wie du sagst, Zellulite gehen möchte. Gut, da haben wir jetzt ja Tipp Nummer 1 gehört. Ganz klar, basische Ernährung. Du hast gesagt, aber das reicht bei weitem nicht. Dann hau jetzt mal gerne noch ein paar weitere Tipps raus, sodass wir die besten Tipps gegen Zellulite hier im Podcast haben. Und so wie ich dich verstanden habe, sagst du auch definitiv, da lässt sich was dagegen machen. Ne? Also jetzt basische Ernährung, klar, eine Sache. Aber es ist lange nicht hoffnungslos und wir müssen nicht immer mit der Zellulite rumlaufen. Nee, müssen wir nicht. Also, da, wie ich schon gesagt habe, die Zellulite ist eigentlich eine Ansammlung von Schlacken im Bindegewebe und dadurch wird das alles, Bindegewebe ist eigentlich dafür gedacht, dass da Nährstoffe abgelagert werden und Mineralien, falls die der Körper braucht, der kann dann das nehmen, aber da sind so viele Schlacken da sind, verschwinden, also die wird die verdrängen und verbrauchen die ganzen Mineralstoffe. Und wir, unser Körper muss dann einmal richtig entgiftet werden. Und man muss, also der Ernährung, dieser basischen gesunden Ernährung kann man nachhelfen durch zusätzliche Detox, wie zum Beispiel Saftfasten oder so grüne Säftefasten oder intermittierendes Fasten, so 2-3 Abende in der Woche vielleicht mal so trinken statt schwere Mahlzeit, dass der Körper hat wirklich Kraft zu entgiften, grüne Smoothies, so Antizellulite-Smoothies. Es gibt Antizellulite-Smoothie, den ich oft mal gemacht habe mit Orange, Zitrone, Grapefruit, Koriander und Ingwer und das alles im Mixer vermixen, das ist auch sehr toll. Abends oder morgens zum Beispiel. Ja, was noch sehr gut entgiftet ist, Wasser natürlich. Das ist natürlich banal, klingt sehr banal und das haben wir alle schon tausendmal gehört, aber im Kampf gegen Orangenhaut, das ist wirklich ausschlaggebend, dass man Wasser trinkt. Zusätzlich zur gesunden Ernährung, damit diese Schlacken, die dann rauskommen, schneller ausgeleitet werden. Also empfiehlst du da? Also gibt es da eine Faustformel, wie viel getrunken werden soll? Ja, also man sagt 2 Liter. Ich trinke nicht unbedingt 2 Liter Wasser, weil ich bin sehr schlechte Wassertrinkerin, aber ich habe Tricks so auf Lager. Zum Beispiel, ich mache gerne Zitronenwasser morgen, mache ich gleich so einen großen Glas, 1 Liter Glas und mache Zitrone. Wenn Zitrone zu langweilig ist, kann man Grapefruit da reinpressen, frischen natürlich. Und dann so über 15, 20 Minuten das genießen. Am besten noch so ein bisschen heißes Wasser da rein tun, damit das Wasser warm wird. Das ist sehr entgiftend und sehr mineralisierend, so basisch. Und das ist schon mal, hat man 1 Liter schon mal am Morgen getrunken. Und dann noch 1 Liter über Tag verteilt, vielleicht einen Tee, schönen Kräutertee. Das mache ich auch gerne im Winter zum Beispiel. Jetzt im Sommer kann man so ein Gurkenwasser machen, so Gurke, Ingwer reinschneiden. Mhm. Ist auch sehr schön.
Das ist dann langweilig zumindest und das ist sehr, ja. Gibt es beim Tee irgendwas zu beachten? Also sollte es dann Kräutertee hauptsächlich sein, also kein pushender Tee wie weißer Tee, schwarzer Tee, grüner Tee und so weiter? Oder ist das egal? Schwarzer Tee und grüner Tee, wir haben Koffein, das ist auch nicht so gut im Kaffee, im Kaffee auf jeden Fall auch nicht. Deswegen am besten Kräutertee schön und es gibt Detox-Tee, es gibt ganz viele schöne Bio-Tees im Bio-Supermärkten. Ich mache Kamille gerne oder irgendwelche so leckere, es gibt so Chili-Schoko, es gibt so tolle Tees. Cool. Okay. Ja. Also du hattest jetzt gesagt, Tipp Nummer 1, natürlich basische Ernährung. Tipp Nummer 2, Entgiftung. Du hast zum Beispiel eben auch grüne Saftfasten angewählt, Intermittent-Fasting. Dann hast du einen tollen Anticellulitis-Smoothie erwähnt. Rezept verlinken wir natürlich dann sehr, sehr gerne in den Shownotes. Und Tipp Nummer 3 war, sehr gutes, basisches, reines, zellverfügbares Wasser zu trinken. Wer da Infos haben möchte, kann sich natürlich auch gerne an mich wenden. Das ist mir immer auch eine Herzensangelegenheit, dass wir alle sehr, sehr gutes Wasser haben. Und du sagst auch auf jeden Fall mindestens 2 Liter trinken. Du selber schaffst es jetzt nicht pures Wasser, sondern du machst eben warmes Zitronenwasser, beispielsweise Gurkenwasser oder eben andere Sorten, auch Tees, Kräutertees gehen. Was ist denn so quasi mit den ganzen Themen hier Massagen und Cremes und was immer so standardmäßig empfohlen wird? Hilft das auch? Ich persönlich, ich habe viel ausprobiert, viele Öle und Cremes und sogar auch China habe ich Fatburner, so Cremes gekauft, aber ich persönlich glaube nicht daran, weil da sind auch, wer weiß, welche Stoffe da drin. Vielleicht gibt es ein schönes Öl von Veleda zum Beispiel, gibt es ein Birkenöl. Das kann man so als so auch Spaß mal benutzen. Aber allein da drauf setzen würde ich nicht. Allein das wird nicht retten. Das ist alles eher Marketing und sie wollen ihre Produkte verkaufen. Und da sind auch, glaube ich, mehr Chemie drin, die dann über die Poren in die Haut geht und wieder mein Bindegewebe dann, ich glaube, das ist mehr Schaden als Nutzen, finde ich persönlich. Ich setze da auf natürliche Sachen, die nicht so viel kosten. Ja, klare Aussage. Aber Massagen, wenn man Selbstmassage hat, so ein irgendwelches Gerät oder irgendwelche Handschuhe, das ist auch sehr gut. Kann man auch mal machen. Oder wenn man Geld hat, kann man... Also Selbstmassage und Massage, das kann auf jeden Fall helfen, ja? Ja, weil das alles, was die Durchblutung aktiviert und halt Lymphe aktiviert, das trägt dazu bei, dass die ganzen Giftstoffabtransportation, das wird alles dann vergünstigt und wird angeregt und Stoffwechsel wird angeregt. Was ist denn quasi mit dem ganzen Thema Sport? Also, das heißt ja immer, hey, wenn du viel Sport machst, dann straffst du deine Figur und so weiter. Hilft es denn da oder wird quasi klar schon die Muskulatur gestrafft, aber die Schlacken im Bindegewebe bleiben dann trotzdem da und die werden dann nicht angefasst? Wie ist es mit Sport? Ja, wer möchte richtig an Zellulite gehen, dann kommst du für nachhaltige Ergebnisse, kommst du am regelmäßigen Sport nicht vorbei. Nur so bekommt man eine feste Muskulatur und eine straffere Haut, weil Sport fördert die Fettverbrennung, verhindert die Einlagerung von Fett im Unterhautgewebe und ja, ohne Sport denke ich mal, das ist alles zu einseitig und leider, ich weiß, viele Frauen, ich kenne viele, ich habe selber Freundinnen, die mögen gar keinen Sport, aber glaubt mir, das ist alles nur am Anfang. Sobald ihr ersten Ergebnisse seht, werdet ihr so motiviert, weil das verändert wirklich vieles. Weil Kombination aus Ausdauer und Krafttraining, das wirklich hilft. Mega, was ist da dein Tipp? Also ich weiß, dass du Crossfit machst und so weiter. Das ist ja jetzt nicht für jeden was. Es geht auch nicht jede Frau gerne ins Fitnessstudio. Was sind so Möglichkeiten, wenn ich von zu Hause aus trainieren will oder wenn ich jetzt nicht direkt jeden Tag 1 oder 1,5 Stunden für das Training opfern möchte? Was sehr gut ist, ist Sport an der frischen Luft. Da kann man vielleicht, wer Möglichkeit hat,
Laufen gehen, ja, oder Treppensteigen ist sehr gut zu Hause, wer im Hochhaus wohnt, ist auch sehr gut für Po. Ansonsten, ja, einfach gibt's vielleicht irgendein Programm im YouTube, wo man, ja, so Kniebeuge macht und Ausfallschritte und alles, was an den Po geht, diese auf den Vieren, wenn man steht und diesen Donkey macht, so halt das Bein nach oben, das geht auch gut auf den Po. Man kann immer, wenn man will, finden. Es ist sehr toll, ist für Lymphfluss, ist auch Trampolinspringen. Wer hat, ich habe ein Zuhause. Ist auch gut für Beinmuskulatur. Das löst Glückshormone aus, also toll. Aber ja, sonst ist Laufen und draußen halt Kniebeugen machen, Treppen steigen, alles Mögliche, was so an den Po-Muskeln geht, ist auch sehr gut. Schwimmen ist auch sehr gut für... Ah ja, okay. Also Schwimmen wäre auch eine tolle Option sozusagen, ne? Mhm. Ja. Aber am besten wäre natürlich, wenn es richtig effektiv sein soll, es soll der Po-Muskel arbeiten, soll sich richtig anstrengen. Nicht nur so tanzen und Yoga, sondern ja, diese erstmal diese extreme Hilfe, es muss an den Po-Muskel gehen, dann ja, wird Bindegewebe unterstützt und durch okay. Muskel. Okay, also Kniebeugen mit Gewichten am besten, eine mega gute Übung, um Zellulite loszubekommen. Ich denke, darauf sollten wir mal einen kleinen Applaus geben. Ja, was ist denn vielleicht zum Schluss noch, was sind denn so mit diesen alten, bekannten Hausmitteln. Also ich habe mal gelesen, Apfelessig ist ja auch wieder für alles gut, soll bei Zellulite helfen, Kaffeesatz und solche Dinge. Ist da auch was davon zu halten oder ist das auch ähnlich wie Cremes, einfach nur ja so eine einfache Sache, die nichts hilft? Oh ja, ich liebe Hausmittel. Ich bin ein Fan davon. Ja, die sind halt als Zusatz gedacht, so zusätzliche Unterstützung, die natürlich im, so alles in einem System dann funktionieren. Alleine sind die nicht so wirklich, also werden die nicht komplett alles verändern halt. Aber ich liebe Kaffeesatz. Ich mache mir da, also ich trinke keinen Kaffee, aber ich mache dafür was anderes. Und dann bleibt Kaffeesatz. Ich mache Peeling auf dem Po damit. Und was sehr, sehr gut hilft, weil Zellulite ist ja Übersäuerung, was sehr gut hilft, sind Basenbilder. Wer zweimal die Woche Zeit hat, abends oder wann auch immer, Basenbilder sind für Entsäuerung des Körpers super Sache und die machen wirklich Unterschied. Ich habe das mit Natron immer gemacht, ich habe dann so 100 Gramm Natron auf ein Bad so vermischt im Wasser, im Badewasser und dann mich reingelegt und danach, ich habe wirklich gespürt, dass da was passiert, die Haut ist dann straffer und die ist viel glatter geworden. Was sehr gut hilft, was nicht in meinem Artikel steht, okay, ist Terpentin. Das ist immer so im Freiburg, aber in Russland, das ist sehr bekannt, man heilt viele Krankheiten davon, weil Terpentin wirklich den Körper, den Luftfluss so stark in Bewegung bringt und der Körper fängt sehr stark zu entgiften an und das heilt sogar viele Krankheiten. Zellulite ist natürlich da sehr, also das sehr wirksam gegen Zellulite. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich habe wirklich sehr große Veränderung gespürt. Aber ich kann dir, also du kannst vielleicht, kannst dir so einen Link schicken. Sehr gerne. Also alles in den Shownotes, auch Natron, was du gesagt hast, um für Basenbäder zu machen, verlinken wir gerne. Dann Terpentin und die ganzen anderen Sachen sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und auch hier nochmal der Hinweis für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich machst du die Dinge auf deine eigene Gefahr. Also wer einfach zu viel Apfelessig benutzt oder Terpentin benutzt oder viele andere Dinge, auch da macht sehr häufig die Dosis das Gift. Also bitte dahingehend sehr, sehr genau informieren. Wir geben hier Inspiration im Podcast und letztlich entscheidest du immer selber, was benutzt du und was benutzt du nicht. Ja, liebe Viktoria, schon mal richtig, richtig gute Info. Jetzt haben wir die 5 besten Tipps gegen Zellulite rausgehauen. Richtig, richtig cool. Was ist denn, wenn sich jetzt immer noch nicht jemand aufraffen kann,
da gegen seine Zellulite was zu tun. Hat es dann wirklich auch langfristig schwerwiegende Folgen, wenn wir die Zellulite nicht bekämpfen? Ja, das ist wirklich, das kann Folgen sein, weil der Körper ist vergiftet und dann entstehen diverse Krankheiten davon. Ja, ich werde nicht so viel einsteigen, aber man kann sich schon vorstellen, weil alle degenerativen Krankheiten heutzutage von diesen ganzen Vergiftungen kommen, von Übersäuerung, von Schlacken, von Toxinen im Körper, die dein Körper einfach nicht schafft, alles wegzutransportieren. Und das ist einfach die Sache von Detox, von halt Pflege von deinem eigenen Körper. Und ich würde da nicht so einfach sagen, nee, wir sind alle so und alle haben Zellulite und jetzt alles gut. Und das würde ich nicht machen, weil das ist auch deine Gesundheit ist. Das ist also dein Körper Schönheit ist dein höchstes Gut. Du solltest ihn behandeln wie eine Luxuskarosse und nicht wie ein Blecheimer sozusagen. Also auch das trifft ja hier wieder zu. Kann es denn sein, dass viele, viele sagen ja, hey, ich habe keine Probleme, ich habe keine Allergien, mir geht's sehr gut, ich bin so gut wie nie krank und ernähren sich aber trotzdem sehr ungesund oder leben einen ungesunden Lebensstil. Kann es sein, dass der Körper dann quasi über die Zellulite oder das Abspeichern im Bindegewebe sehr, sehr lange puffert und irgendwann kommen die Sachen dann sehr, sehr verstärkt zum Vorschein? Also ist quasi Zellulite eine Maßnahme des Körpers, um verschiedene Gifte zu puffern, sodass die nicht sofort Auswirkungen haben? Ja, genau, hast du recht. Das, genau so ist das. Der Körper, besonders in jungen Jahren, das kann sehr viel einstecken und sehr viel abspeichern, aber irgendwann kommt das alles raus. Viele haben, also manche Leute haben mehr Kapazitäten, manche weniger und wir haben alle anderen Vorgeschichten und andere Lebensweisen, aber ich würde da nicht so viel, so leichtsinnig umgehen mit dem Körper. Auch was ich vergessen habe zu sagen, die Kleidung spielt auch eine große Rolle. Wir geben da nicht so viel Acht drauf, aber synthetische Kleidung ist auch toxisch und kann zum Beispiel, wenn es heiß ist besonders oder wenn man Sport macht in synthetischen, billigen Kleidung, dass die ganzen Farbstoffe, diese Plastik, was da alles in der Kleidung, in Stoffen steckt, das kann auch negativen Einfluss auf Bindegewebe und Gesundheit haben. Ich trage, seit ich das rausgefunden habe, ich trage nur Bio-Yoga-Leggings beim Sport. Das fühlt sich alles besser an. Das würde ich mir auch überlegen. Mhm. Also das ist schon extra Stufe nach oben, wer noch weiter. Also da verlinken wir auch mal was. Ich meine, es sind ja viele vielleicht auch schon auf einem richtig guten Weg, haben die Ernährung gut angepasst, machen regelmäßig Sport, nutzen Apfelessig und viele andere Dinge. Und wenn sie jetzt sagen, hey, okay, das ist das Salz in der Suppe nochmal, ich achte auf meine Kleidung, das hat ja nicht nur was mit Zellulite zu tun, wenn die Kleidung giftig ist, sage ich mal so, sondern das Gift geht ja auch so über die Haut in den Kreislauf sozusagen und ist ja generell nicht gut, ne? Ja, das ist schon aber. Ja, mit Freak hat es nichts zu tun. Ich denke, da gibt es auch schon viele, viele Erkenntnisse darüber. Ich glaube, es gibt ja auch schon Fernsehreportagen darüber. Also von daher, es war nochmal ein super, super Tipp zum Ende. Ja, die liebe Viktoria hat uns 5 geile Tipps rausgehauen, wie wir der Zellulite an den Kragen gehen können. Tipp Nummer 1 war basische Ernährung. Das muss jetzt nicht unbedingt, du musst jetzt nicht unbedingt 100% Veganer oder Rohköstler werden. Achte einfach darauf, dass deine Ernährung sehr, sehr basisch ist. Trinke natürlich viel, viel Wasser. Tipp Nummer 2. Über die basische Ernährung, die ja viel auch aus Obst und Gemüse entsteht oder besteht, bekommst du auch schon sehr viel Wasser. Wichtig ist aber nochmal zusätzlich Wasser, um die Schlacke rauszutransportieren, um dem Körper beim Entgiften zu helfen. Also hier reden wir von reinem, zellverfügbaren Wasser. Tipp Nummer 3 war Entgiftung. Der Körper muss mal entmüllt werden sozusagen. Tipp Nummer 4, regelmäßig Sport. Und Tipp Nummer 5, auf altbewährte Hausmittel zurückgreifen. Einige davon hat die Viktoria hier direkt genannt. Und Viktoria, du hast ja, glaube ich, auch
nochmal sehr, sehr viel darüber geschrieben in deinem Blog. Dürfen wir denn die Sachen auch noch verlinken? Ja, sehr gerne. Ich kann ein paar Sachen. Ja, mega, mega gut. Du selber stehst ja auch zur Verfügung, wenn es darum geht, sich gesund zu ernähren, viel Sport zu machen. Du bist ja zertifizierte Ernährungsberaterin auch. Also wer sich da konkret auch mit einem Coaching an dich wenden kann, ich würde mal sagen, ist da herzlich willkommen. Ja, gerne. Ich habe schon wirklich gute Ergebnisse erzielt mit meinen Kunden und ich freue mich, dass die haben abgenommen und haben bessere Gewohnheiten beim Essen und bei täglicher Routine. Und ja, ich kann da nachhelfen und bei spezifischen Sachen wie Zellulite oder Umstellung auf gesündere Ernährung sehr gerne. Ich habe da sehr viel Erfahrung und ich habe ja selber das alles erfahren können, auf meinen Körper. Und also, eigene Erfahrung, selber, ich sag mal, behandelt und erfolgreich vernichtet die Zellulite und natürlich viel Erfahrung mit anderen Kunden. Was kann es Schöneres geben? Meldet euch bei der Victoria sehr, sehr gerne. Ich werde übrigens nicht gesponsert, wenn ich sie hier so empfehle. Sie ist einfach eine herzensgute Frau mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und wenn ihr auf ihrem Blog mal schaut, da werdet ihr merken, dass sie ja auch noch top in shape ist. Victoria, vielen lieben Dank. Du bist der Welt ein Licht, du bist der Welt ein Geschenk. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch, dass du der Welt ein Licht und der Welt ein Geschenk bist. Wenn du mehr erfahren willst, kannst du gerne auch bei uns im Blog vorbeischauen, dir die neuesten basischen Rezeptbücher runterladen. Schau da gerne rein. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und vor allem eine kleine Rezension hinterlässt. Und wenn du die Rezension schreibst an 0160 949 93622 via WhatsApp, dann bekommst du ein kleines Geschenk gratis nach Hause geschickt. Freu dich also drauf und ich sage in diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Der hilft, glaube ich, auch gegen Zellulite, hat die Victoria gar nicht erwähnt. Liebe Victoria, alles Liebe auch für dich, gell? Bis bald. Danke, bis bald.